abgewürgt und kommen zu Tagesordnungspunkt 42, Antrag der SPD. Für einen wirkungsvollen Mieterschutz sorgen. Auf den politischen Willen kommt es an. Drucksache 20-2677. Und als erstes hat die Abgeordnete Barth das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 700.000 Menschen in Hessen sind seit März in Kurzarbeit, und die Arbeitslosigkeit ist seitdem von 4,7 auf 5,2% gestiegen. Auch wenn wir hoffen, dass es in langsamen Schritten wieder aufwärts geht, werden die wirtschaftlichen Folgen noch lange spürbar sein. Gerade bei denjenigen, die sowieso immer schon ein Stück weit auf Kante gelebt haben, Menschen, bei denen schon seit langem das Geld nicht bis zum Monatsende gereicht hat und damit auch nicht für die Miete. Die Bundesregierung hat schnell wichtige Regelungen beschlossen, um die Auswirkungen der aktuellen Krise für die Menschen in Deutschland zu lindern, mehr als in vielen anderen Ländern der Welt. Moment mal, Frau Barth. Auch die Moment mal bitte, ein bisschen mehr Ruhe hier. Entschuldigung? Das ist unglaublich. Gut. Auch die Situation von Mietern hatte man im Blick und hat schon vor 2 Monaten Kündigungen und Räumungen aufgrund von Corona-bedingten Zahlungsschwierigkeiten ausgeschlossen. Löblich ist auch, dass viele Wohnungsbaugesellschaften gerade auch in Hessen ihren Mietern Kulanz anbieten und auch auf Mieterhöhungsbegehren verzichten. Ja, und bitte hören Sie genau zu und ignorieren Sie nachher nicht in Ihren Beiträgen, was ich jetzt sage. Auch für viele Vermieter, gerade kleinere, ist das jetzt gerade eine schwierige, zum Teil existenzielle Situation. Für viele Kleinvermieter sind Mieteinnahmen aus Häusern oder Wohnungen, die sie sich als Kapitalanlage angeschafft haben, ein wichtiger Teil ihres Lebensunterhalts. Und viele Vermieter und Mieter versuchen jetzt, gemeinsam Lösungen zu finden. Nach dieser aktuellen Situationsbeschreibung komme ich nun zu unserem Antrag, den Mieterschutz in Hessen durch eine Mietenbegrenzung wirkungsvoll zu verbessern. Denn eines gilt nach wie vor, und ich hoffe, Sie haben das nicht vergessen. Auch schon vor all dem, was dieses Jahr passiert ist, haben Tausende von Wohnungen in Hessen gefehlt. Bezahlbarer Wohnraum ist und bleibt die soziale Frage unserer Zeit. Vierhunderttausend Wohnungen müssten bis 2035 gebaut werden, um den Bedarf in Hessen zu decken. Und deshalb gerade dürfen Mieten jetzt nicht erhöht werden. Es war vor Corona so, ist jetzt so und erst recht danach. Es gibt derzeit auch keine Indizien, dass die Mieten in Hessen in Gebieten mit engem Wohnungsmarkt sinken werden. Nein, die gibt es nicht. Im Gegenteil, wenn sich jetzt, was zu Recht in der Branche befürchtet wird, die Bautätigkeit wegen nachlassender Investitionsneigung reduziert, wird es noch länger dauern, bis der Markt sich entspannt. Ein enger Markt bleibt ein enger Markt, wenn das Angebot nicht größer wird. Und deshalb sagt die SPD, gerade jetzt dürfen Mieten nicht erhöht werden. Denn das Problem der zu hohen Mieten ist ja jetzt nicht kleiner, sondern eher größer geworden. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie eine Mietenbegrenzung, die wir heute beantragen, wie wir uns eine solche vorstellen. Zunächst haben wir schon vergangenes Jahr gemeinsam mit dem SPD-Unterbezirk Frankfurt ein Gutachten in Auftrag gegeben, ob unser Ansinnen einer Mietenbegrenzung rechtlich überhaupt möglich ist. Und Prof. Dr. Arz von der Universität Bielefeld und sein Kollege Dr. Mayer haben uns das klar bestätigt, meine Damen und Herren.
Insofern steht fest, am Recht wird eine Mietenbegrenzung auf Landesebene nicht scheitern. Es kommt auf den politischen Willen an. Und genau das, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, wollen wir heute von Ihnen wissen. Setzen Sie sich dafür ein, dass sich Menschen in Hessen, auch in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet und anderen teuren Lagen wieder eine Wohnung leisten können, auch wenn sie keine Großverdiener sind. Lehrer, Verkäufer, Pflegekräfte, all die Menschen, die wir, die auch Sie jetzt so loben für Ihren Einsatz, wir klatschen auf dem Balkon, sorgen Sie dafür, dass diese Menschen eine Wohnung in Hessen sich auch weiterhin leisten können. Einen harten Mietendeckel wie in Berlin, der Bestandsmieten senken will, in bestehende Mietenverhältnisse eingreift, will die SPD-Fraktion in Hessen ausdrücklich nicht. Und da ich es jetzt schon weiß, wie die Diskussion hier laufen wird, noch einmal wiederholt, kein Eingriff in Bestandsmieten. Ich wiederhole, kein Eingriff in Bestandsmieten. Lieber Jürgen Lenders, gut merken. Mieterhöhungen sind in unserem Antrag im Bereich eines Inflationsausgleichs auch weiterhin möglich. Die SPD will Mieten nur dann begrenzen, wenn sie oberhalb von 80% der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Damit sind faire Vermieter nicht betroffen. Denn uns geht es ausschließlich darum, Auswüchse zu vermeiden, nur die Auswüchse. Ein Beispiel, was durchaus häufig vorkommt, der Vermieter in einem langfristigen Mietverhältnis, der über Jahre die Miete oft gar nicht erhöht hat, soll, wenn der Mieter auszieht, die Möglichkeit haben, die Miete dann in Richtung Marktmiete anzupassen. Nehmen wir eine ortsübliche Vergleichsmiete von 10 €, dann sind alle Mieten unter 8 € nicht von unserer Mietenbegrenzung betroffen. Wer in diesem Beispiel über Jahre 6 € von seinem Mieter genommen hat, kann dann in einem neuen Mietverhältnis die Miete auf 8 € erhöhen. Auch die Modernisierungsumlage in Höhe von 8% der getätigten Investitionen bleibt in unserem Antrag unbenommen. Ich möchte es noch einmal klar betonen. Die SPD verfolgt hier einen moderaten Ansatz, der Neubauinvestitionen und Investitionen in Modernisierung nicht abtötet. Wir wollen Auswüchse verhindern, aber die fairen Vermieter nicht bestrafen, denn die werden von der von uns geforderten Regelung nicht berührt. Nun liegt es an Ihnen. Zeigen Sie Ihrem politischen Willen, dass gerade die Menschen, die zunehmend Schwierigkeiten haben, eine bezahlbare Wohnung in angespannten Gebieten zu finden und diese zu halten, eine Chance erhalten und keine Angst vor unanständigen Mietenerhöhungen haben müssen. Viele aus dieser Zielgruppe sorgen gerade jetzt dafür, dass der Laden weiterläuft. Pflegekräfte und Verkäufer, Mitarbeiter der öffentlichen Daseinsfürsorge, von der Müllabfuhr bis zum Mitarbeiter in den Ämtern. Und es gibt viele Menschen, die jetzt von Kurzarbeit und auch von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Bei all diesen Menschen wird für Mieten nach Corona eher noch weniger Geld zur Verfügung stehen. Deshalb stimmen Sie jetzt unserem Antrag zu, der nur die Auswüchse auf dem Wohnungsmarkt begrenzen will, nicht mehr und nicht weniger. Es wird länger dauern, bis wir unsere Wohnungsbestände wieder dem stark nachfragenden Markt angepasst haben. Und deswegen brauchen wir jetzt definitiv mehr Schutz für Mieter. Und das heißt vor allem auch Schutz vor zu hohen und vor steigenden Mieten, damit jeder Mensch sich das Wohnen in Hessen leisten kann, überall, und niemand an den Rand gedrängt wird. Deshalb stimmen Sie bitte unserem Antrag zu. Vielen Dank, Frau Abg. Barth. Als Nächstes hat der Abg. Schulz von der AfD-Fraktion das Wort.
Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Genossen von der SPD! Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll. Ihr Antrag stellt den verzweifelten Versuch dar, Opposition zu spielen, obwohl zwischen Sie und der Regierungspartei eigentlich gar kein Blatt mehr passt. Womit ich nicht behaupten möchte, dass Ihr Antrag angenommen würde. Man wird ihn sicherlich ablehnen, aber das liegt nur daran, dass auch die Regierungsparteien denselben Anschein erwecken wollen, nämlich den, dass noch Unterschiede zwischen Ihnen und den restlichen etablierten Parteien bestehen. Aber was Sie hier treiben, ist eigentlich nur ein schlechter Witz. Die vermeintliche Opposition lobt in ihren Anträgen die Arbeit der Regierung und will noch einen oben draufsetzen, obwohl bereits ersichtlich ist, dass der bisherige Weg ein völliger Holzweg war. Und das ist auch schon alles. Mehr kommt von Ihnen nicht. Ich wiederhole noch einmal, was ich schon im September letzten Jahres gesagt habe. Sie scheinen nicht zu lernen, weder aus den eigenen noch aus fremden Fehlern. Und das lässt nur einen sehr unangenehmen Schluss zu. Aber da Sie uns als AfD wieder Verrohrung und Populismus vorwerfen würden, wenn ich es aussprechen würde, sage ich es Ihnen lieber durch die Blume, nämlich mit Albert Einstein, dem mir folgende Äußerung zugeschrieben wird. Wahnsinn heißt, immer wieder das Gleiche zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Da haben wir eine Bundesregierung, die wider besseres Wissens einen umfassenden sogenannten Mieterschutz einführt, und zwar natürlich klammheimlich versteckt in einem riesigen 40-seitigen Gesetzespaket, bei dem der Bürger gar nicht durchblickt. Mitglieder unserer Fraktion im Bundestag haben zuerst im Plenum auf die Schwächen dieses Vorhabens hingewiesen. Sie wurden nicht erhört. Das Gesetzespaket wurde in den Ausschuss überwiesen. Dann haben unsere Mitglieder im Rechtsausschuss des Bundestags noch einmal darauf hingewiesen. Sie wurden nicht erhört. Und dann? Ja, dann auf einmal merkte man, dass man Betrügern Tür und Tor geöffnet hatte. An der Unsinnigkeit Ihres Antrags ändert auch die Tatsache nichts, dass Sie wieder mit Ihren EU-begeisterten antipolnischen Kronjuristen ankommen, die wir schon aus früheren Anträgen kennen. Diese bestätigen nämlich nur, dass die Umsetzung Ihrer Forderung rechtskonform wäre. Und selbst das will nichts besagen, denn vermutlich haben die beiden Herren Professoren aus Bielefeld SPD-Parteibücher bei sich zu Hause liegen. Ich gehe davon aus, dass Sie, wie Ihre dunkelroten Genossen, sogar Erschießungen der Reichen fordern könnten. Professor Arz und Professor Mayer würden auch das noch als rechtskonform bezeichnen. Aber wie dem auch sei, über die Nützlichkeit und die wirtschaftliche Rentabilität und die Klugheit Ihrer Forderung sagen diese Gutachten jedenfalls rein gar nichts aus. Und das ist vermutlich auch der Grund dafür, dass Sie nicht etwa Wirtschaftswissenschaftlergutachten erstellen lassen, obwohl das im vorliegenden Fall von größerem Nutzen gewesen wäre. Aber Gutachten von Wirtschaftswissenschaftlern werden halt nicht ganz so euphorisch ausgefallen. Von Ihrem Antrag geht der typische Mief des marxistischen Ausbeutung der Ausbeuterspiels aus. Sie werfen uns gerne vor, dass wir Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufhetzen. Dabei sind Sie es, die genau das tun. Sie hetzen Mieter gegen Vermieter auf und tun so, als sei jeder, der eine Wohnung hat, zu vermieten, steinreich und deswegen beliebig auspressbar zugunsten der Arbeiter und Bauern, die nur noch in ihrer Fantasie existieren. Die Realität sieht ganz anders aus. Zwei Drittel der Vermieter in Deutschland sind private Kleinvermieter. Davon vermietet die überwiegende Mehrheit nur eine einzige Wohnung. Nicht Vermieter sind schuld an immer weiteren steigenden Wohnkosten, sondern unsoziale Regierungen aus SPD, CDU und Grünen. Haus und Grund, der mit Abstand größte Vertreter der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Deutschland, beklagt sich in einem kürzlichen veröffentlichten Papier über grassierenden Betrug infolge des neuen sogenannten Mieterschutzes und spricht von einer drohenden Liquiditätskrise. In Ihrem Antrag sucht man vergeblich nach einer Lösung für Menschen, die eine Wohnung vermieten und nun auf den laufenden Kosten oder auf den aufgenommenen Kredit sitzen bleiben.
Ein Mietausfall bringt diese Menschen in ernsthafte finanzielle Engpässe. Und aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung werden sich diese Engpässe auf die Gesamtbevölkerung auswirken. Es gibt viele Bürger, die sich vorbildlich um ihre Altersvorsorge gekümmert haben, Kredite aufgenommen und eine Wohnung erworben haben. Und der von Ihnen durch jahrzehntelang völlig verfehlten Familienpolitik geschaffene Altersarmut entfliehen zu können. Deshalb handelt es sich bei einem großen Teil der Privatvermieter um Rentner. Das sind diejenigen, die vom Staat nicht auf der Tasche sitzen, und dafür verdienen diese Menschen Respekt. Aber wo findet sich in Ihrem Antrag ein Vorschlag dafür, wie man diesen Menschen im Falle von Mietausfällen helfen könnte? Warum fehlt in Ihrem Antrag die Forderung nach einer Koppelung des Mieterschutzes mit der Gewähr von Mietzahlungen notfalls durch den Staat? Warum fehlt in Ihrem Antrag die Forderung, an die Kreditgeber oder auch ihre Kreditrate zu stunden, wenn wir schon bei der Umwälzung von Verantwortlichkeit angelangt sind? Die von der Bundesregierung verschuldete finanzielle Schieflage großer Bevölkerungsschichten wird durch Ihren Antrag nicht gelöst, sondern von einer Person auf die andere Person übertragen, und das ist asozial. Ihr Antrag ist nicht nur völlig einseitig, sondern auch perfide, weil er eigentlich eine Krisensituation zum Anlass nimmt, Ihre schon altbekannten Themen durchzuboxen. Sie versuchen mal wieder, Ihre sozialistischen und marktfeindlichen Ideen von wegen Mietpreisbremse und atmender Mietendeckel zu propagieren. Atmender Mietendeckel hört sich natürlich sehr schön an, sehr natürlich und organisch. Aber bei so viel Einsatz und Werbung von Ihrer Seite sollte man eher von einem künstlich beatmeten Mietendeckel sprechen. Es ist unschwer zu erkennen, dass Ihr Antrag das vorhandene Bürokratiemonster weiter aufblähen würde. Ein Blick auf die Berechnungen und Nebenbedingungen in Ihrem Antrag reicht dafür aus, dies zu erkennen. Vielleicht gehören Sie ja nicht zu den Leuten, die sich groß darum scheren müssen, aber darf ich Sie vielleicht daran erinnern, dass die Mietkosten nicht nur aus der oder Wohnungskosten nicht nur aus der Kaltmiete bestehen, sondern auch aus Nebenkosten und indirekten Nebenkosten wie dem Rundfunkbeitrag oder der EEG-Umlage in den Stromkosten. Würden Sie wenigstens die GEZ und die EEG-Umlage abschaffen, dann wäre schon so manchem geholfen. Bei einer Abschaffung der GEZ sogar nicht nur finanziell, sondern auch geistig. Stattdessen erhöhen die SPD-Oberbürgermeister aber fleißig die Grundsteuer, um ihre Städte zu sanieren. Wir als AfD haben schon immer gesagt, die Eigentumsquote ist viel zu niedrig in Deutschland. Wir brauchen mehr Leute in den wortwörtlichen eigenen vier Wänden. Deutschland belegt mit einer Wohneigentumsquote von etwa 45% nur den vorletzten Platz in Europa. In Großbritannien und den USA liegt die Quote bei bis zu 70%. Und Experten halten mindestens 60% für nötig, damit eine Wahlfreiheit bei den Staatsbürgern gewährleistet ist. Danach müssten wir uns richten. Und dann hätten wir weniger Mieter und weniger Abhängigkeit der Bürger vom Staat und von ihren vergifteten Geschenken wie dem vorliegenden Antrag. Deshalb werden wir natürlich gegen Ihren Antrag stimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schulz. Als nächstes hat sich der Herr Abg. Rudolph, drücken Sie mal. Frau Präsidentin, der Abgeordnete der AfD hat irgendwie etwas von Erschießen. Das wird auch ein Gutachter im Zweifel auch bestätigen. Ich möchte, dass niemand erschossen wird. Ich darf Sie deshalb bitten, einen Protokollauszug von diesen unsäglichen Äußerungen sich anzuschauen und dann gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen, weil die bewussten Provokationen der AfD sind wir nicht mehr bereit hinzunehmen. Und ich bitte auch das Präsidium dann generell und auch die Schriftführer mit zu achten. Man weiß ja mittlerweile, von wo aus bestimmte Gefahrenpotenziale drohen in der Art und Weise. Jedenfalls erschießen geht gar nicht. Danke für den Hinweis. Das werden wir machen. Wir fordern einen Protokollauszug an, und dann werden wir im Ältestenrat noch einmal darüber reden.
Als nächstes hat der Abgeordnete Lenders von den Freien Demokraten das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, wie wichtig die eigenen vier Wände, wie wichtig die eigene Wohnung geworden ist in den letzten Wochen, das können wir, glaube ich, alle sehr gut nachvollziehen. Und wie wichtig das auch geworden ist, dass die eigenen vier Wände eine gewisse Qualität bieten, dass Aufenthaltsqualität da ist, dass man sich auch dort gerne aufhält. Ja klar, das haben wir jetzt alle in den letzten Wochen lernen müssen. Und die Corona-Krise hat uns sicherlich dazu gezwungen, unsere eigene Wohnung und unser eigenes Heim wieder deutlich mehr wertzuschätzen. Und dann, meine Damen und Herren, davon mal abgesehen, welche Bedeutung das Wohnen hat und zunehmend in den letzten Wochen angenommen hat, ist natürlich auch immer die Frage, ist das auch bezahlbar, was ich mir dort leisten kann? Kann ich mir das aus meinem eigenen Einkommen auch erstreiten? Dass es auch in dieser Zeit Menschen gibt, Mieter gibt, die finanziell in schwieriges Fahrwasser gekommen sind, wer wolle das bestreiten? Die wird es zweifelsohne geben. Warum denn die SPD allerdings den Gesetzentwurf, den erweiterten Mieterschutz, den die Bundesregierung jetzt im Rahmen der Corona-Krise verabschiedet hat, quasi legitimiert mit dem Antrag des Mietendeckels, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, Frau Kollegin Barth. Wenn das doch so erfolgreich war, was die Bundesregierung beschlossen hat, müssten Sie doch jetzt nicht gleich auch noch den Antrag mit dem Mietendeckel hinterher schieben. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht haben Sie ja noch einmal die Gelegenheit, mir das näher zu bringen. Also, der Kollege von der CDU, der Kollege Kastanger, der könnte sich jetzt bequem auf die Position zurückziehen und sagen, den Antrag brauchen wir nicht, die Bundesregierung hat alles richtig gemacht. Dem würde ich nicht Folge leisten. Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen. Dem würde ich jetzt nicht folgen. Aber so ungefähr könnte ich mir die Argumentation als CDU-Vertreter hier vorstellen. Meine Damen und Herren, das Problem, was dieser erweiterte Mieterschutz mit sich trägt, ist, zum einen, dass er missbrauchanfällig ist seitens von Mietern, die sagen, die Gelegenheit ist günstig. Das können Sie genauso wenig bestreiten, Frau Barth, dass es das gibt. Und dass es dort zu einem Unfrieden zwischen Mietern und Vermietern kommen wird, zu Rechtsstreitigkeiten im Zweifel. Denn Sie müssen ja nachweisen, dass es Corona-bedingt ist, warum Sie jetzt die Miete nicht zahlen können. Und dass es nicht Willkür ist. Das ist ja, Sie tun das ab, aber genau das ist das Problem. Und wir wollen ja auch, glaube ich, da sind wir einer Meinung, ein vernünftiges Verhältnis zwischen Mietern und Vermietern. Aber dass das Gesetz handwerkliche Fehler aufweist, das haben Sie ja spätestens dann merken müssen, dass ein Unternehmen wie die Firma Adidas sagt, so, jetzt zahlen wir unsere Miete nicht. Also spätestens dann an der Stelle hätten Sie einmal sagen müssen, dieses Gesetz ist mit der heißen Nadel gestrickt und handwerklich einfach schlecht gemacht. Meine Damen und Herren, ich würde jetzt nicht so weit gehen, die Unternehmen wie Adidas und Co., die davon Gebrauch gemacht haben, auch die Firma Deichmann war dabei, die jetzt als Betrüger zu bezeichnen. Also das wäre falsch, weil diese Unternehmen haben einfach nur das ausgenutzt, was der Gesetzgeber ihnen als Möglichkeit gegeben hat. Und es hat dort auch eine Korrektur seitens der Unternehmen gegeben. Das ist auch gut. Und es ist auch seitens der Bundesregierung erklärt worden, ja, das war ja so nie gedacht. Das stimmt. Und deswegen ist es eindeutig, das ist ein handwerklicher Fehler, der dort passiert ist. Und ich bedauere auch, dass die Bundesregierung das in ein Gesetzespaket gepackt hat, was sehr umfänglich war, wo viele Teile dabei waren, wo auch wir als Freie Demokraten gesagt haben, das muss man jetzt auf den Weg bringen. Und die Bundesregierung nicht in der Lage war, nicht willens und wollens war, den Teil aus diesem Paket herauszulösen. Das hätte man durchaus machen können. Deswegen hat auch unsere Bundestagsfraktion dem zugestimmt, wohl wissend, dass es erhebliche Probleme mit sich bringt. Aber jetzt noch einmal zu der Frage, warum verbinden Sie das eigentlich mit dem
Mietdeckel, wenn doch das so ein tolles Gesetz ist. Also, es drängt sich nun mal leider der Verdacht ein wenig auf, dass Sie das Vehikel genommen haben, um das Thema Mietdeckel hier noch einmal ins Plenum zu bringen. Ist legitim, aber den Eindruck habe ich irgendwie gewonnen. Aber wenn wir uns jetzt dann mit dem Mietdeckel befassen, glaube ich, müssen wir uns dann auch noch mal kurz auf den Punkt kommen, den Sie eben beschrieben haben, den ich eben erwähnt habe, dass die Wohnung, dass das Eigentum, die eigenen vier Wände, dass die Wohnung einem sehr viel wert ist. Und ich gestehe Ihnen zu, dass Sie sagen, wir wollen die Inflationsrate, das soll möglich sein, dass Sie das, also der Mietdeckel nicht so pauschal wie in Berlin, glaube ich Ihnen gerne, dass man vertieft mal in diese Diskussion Ihrer Idee einsteigen muss. Was aber bleibt, ist, dass Sie den Unternehmen, vor allen Dingen den großen Wohnungsbaugenossenschaften, die ja einen großen Anteil daran haben, günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dass Sie denen die Investitionskraft nehmen, eine Wohnung auch modern umzubauen. Und gerade für die Mieter, die sich eben nicht im Eigentum leben, die vielleicht eine Terrasse haben, sondern dass die eben auch eine Wohnung brauchen, die einen einigermaßen gescheiten Standard haben. Ich will nicht hoffen, dass man so etwas noch einmal erlebt, 4, 5, 6 Wochen auf die Wohnung angewiesen zu sein. Ich will nicht hoffen, dass man so etwas hier in Deutschland noch einmal erleben muss. Aber wenn, ich glaube, die Bedeutung, dass es dann eine qualitativ gute Wohnung ist, ist einem jedem klar. Und dafür brauchen die Unternehmen die Investitionskraft. Und deswegen ist Ihr Mietendeckel vollkommen irreführend. Führt in die falsche Richtung. Meine Damen und Herren, die Wohnungsbaugesellschaften, abgesehen davon waren die nur wirklich, ich kenne nicht einen einzigen Fall, wo der erweiterte Mieterschutz seitens der Bundesregierung bei den Wohnungsbaugesellschaften angewendet hätte werden müssen. Da sind überall Kulanzregelungen haben dort stattgefunden. Aber die Wohnungsbaugesellschaften sind schon diejenigen, die bei einer Mietpreiserhöhung eigentlich immer an der Speerspitze sind. So viel gehört auch zur Ehrlichkeit dazu. Der Großteil sind tatsächlich private Vermieter. Und die privaten Vermieter, die rund 80% der Wohnungen ausmachen, sind diejenigen, die am allerwenigsten ihre Mieten erhöhen. Das sind die, die am allerwenigsten ihre Mieten erhöhen. Das sind also nicht die schlimmen, kapitalgetriebenen Investoren, die da immer sagen, also jetzt, ich muss ja immer den letzten Cent rausdrücken. Gerade diejenigen sind es, die einfach nur ein vernünftiges Verhältnis zwischen ihren Mietern und Vermietern haben wollen. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Also, meine Damen und Herren, diese Wege haben bisher immer nur in die Irre geführt und eher es dazu gebracht, dass private Vermieter verschreckt worden sind, um weiterhin noch in diesem Bereich überhaupt noch tätig zu sein, ihr Geld dort zu investieren. Meine Damen und Herren, wenn wir das Wohnungsbauproblem, das vor Corona da war, das während Corona da ist und auch noch lange da sein wird, irgendwo in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir vor allen Dingen hier in Hessen dafür sorgen, dass die Unternehmen bauen können. Dafür müssen wir das Bauland zur Verfügung stellen. Dafür müssen wir Bürokratie abbauen. Ich hoffe, dass wir ein Stück weit mit der Typisierung auch ein wenig etwas dazu beitragen, ob das am Ende der Gesetzentwurf der Landesregierung oder unserer ist, das ist mir am Ende Humpe. Es wird einen kleinen Beitrag vielleicht dazu beitragen, Bürokratie abzubauen. Meine Damen und Herren, wir müssen die Standards überprüfen. Wir müssen auch da mal darüber nachdenken, ob Sozialwohnungen den gleichen, ob die Standards, die wir dort aufrufen, ob sie immer noch richtig sind oder ob wir nicht schneller und günstiger hier vorankommen können, um Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Wir müssen uns überlegen, wie die Mittel, wie die NF wirken am Ende auf das, was an Miete gezahlt werden muss. Auch das sind Standards, die wir mal doch mal ernsthaft diskutieren müssen, ob die Ansprüche, die wir haben, dass 70%
der Kosten dadurch verursacht werden, um das letzte 30% an der Energieeinsparung herauszuquetschen, ob das alles noch im richtigen Verhältnis ist. Wenn das die Corona-Krise möglich macht, auch solche schwierigen Fragen wie die Standards mal zu diskutieren, dann wäre diese Debatte sicherlich was wert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war fast eine Punktlandung. Und für die CDU darf ich Herrn Abgeordneten Kasseckert ans Rednerpult bitten. Es wird noch netterweise desinfiziert. Vielen Dank auch für Ihren Einsatz. Sie machen das sehr professionell und gut. Vielen Dank. Sie haben das Wort, Herr Kasseckert. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie wird uns noch eine lange Zeit beschäftigen, und sie wird an keinem der Politikfelder vorübergehen. Und aus der Pandemie werden wir in eine Phase der Rezession kommen. Auch das ist, glaube ich, völlig unbestritten. Und sie wird uns an vielen verschiedenen Politikfeldern fordern. Wir können davon ausgehen, dass wir Wohlstandsverluste hinnehmen müssen und dass Themen wie Arbeitslosigkeit, wie Bezahlung von Mieten auch länger auf der Tagesordnung bleiben. Und deshalb müssen wir uns ernsthaft und intensiv mit diesen Fragen beschäftigen. Im Moment ist es vielleicht nicht die aktuelle Zeit oder nicht die Zeit, das vertieft zu diskutieren, weil wir immer noch die Pandemie oder die Folgen der Pandemie versuchen einzufangen, damit umzugehen. Aber wir müssen über den Tellerrand hinausschauen. Und deshalb glaube ich, ist es schon gut, dass wir heute und morgen über das ein oder andere Thema reden, das es gilt, in den nächsten Monaten als Perspektive, als Orientierung für die Menschen in unserem Land, in der Bundesrepublik, aber auch natürlich für Gesellschaft und auch für Wirtschaft aufzeigen zu können. Und wenn wir heute über das Thema Mieterschutz reden, dann ist es nur ein kleiner Teil, ein Teil, der allerdings schon sehr früh mit der gesetzlichen Änderung im Zivil-, Insolvenz- und im Strafrecht Einzug gehalten hat der Bundesregierung, in dem Änderungen zum Mietrecht, die hier auch schon angesprochen wurden, vorgenommen wurden. Und es ist vielleicht in den ersten Tagen dieser Pandemie etwas untergegangen, aber diese Änderungen im Mietrecht hatten einen ganz wesentlichen Unterschied bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Maßnahmen, die der Staat im Wesentlichen durch Liquiditätsbereitstellung, durch eine Vergemeinschaftung der Corona-Folgen dargestellt hat. Und in dem Punkt hat man erstmals eine etwas andere Strategie gefahren, nämlich man hat die Vergemeinschaftung dieser Corona-Folgen umgelegt auf die Vermieterseite. Und das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das bleibt nicht ganz ohne Folgen. Und ich sage das deshalb und blicke deshalb etwas zurück auf den Beginn. Das war irgendwann im März, auf den Beginn dieser Pandemie, weil er natürlich ein hohes Risiko in sich birgt, genauso wie der Antrag, den die SPD-Fraktion hier eingebracht hat, auch wenn es Ideen sind, alte Ideen, die in guten Zeiten schon nicht funktioniert haben und deshalb vielleicht in Krisenzeiten nicht unbedingt besser werden. Ich persönlich glaube, dass die Folgen eher noch katastrophal wären, aber darüber kann man diskutieren. Aber wenn man zurückdreht auf die Zeit im März, als die Bundesregierung dieses Gesetz beschlossen hat, dann wird sehr schnell deutlich, dass mit dem Gesetz etwas entstehen kann. Und das haben die beiden großen Parteien, die Bundesregierung, beschlossen. Und deshalb stehen wir auch dazu. Aber deshalb muss man nicht alles unkritisch hinnehmen. Ich weiß nicht, wer es gerade angesprochen hat. Ich glaube, Herr Lenders sprach davon. Aber in dem Fall kann es dazu führen, dass wir eine Kettenreaktion auslösen, indem wir nämlich die Vermieterseite mit dem Problem der nicht zu zahlen oder nicht gezahlten Mieten alleine lassen. Mit der Folge, und auch die Zahl ist, glaube ich, schon genannt worden, dass wir etwa 4 Millionen private Vermieter haben, die häufig diese Objekte finanziert haben, die häufig diese Objekte für ihre Altersvorsorge nutzen, die zu einem großen Teil oftmals Selbstständige und 40% auch im Rentenalter befindliche Personen dieses als ihr Einkommen oder als ihr Einkommenersatz nutzen und denen plötzlich durch diese Gesetzgebung die Einnahmen in Form von Mieten weggefallen sind. Mit der Folge, die dann logischerweise eintritt, dass eventuell oder dass
auf absehbare Zeit dann Darlehen nicht mehr getilgt werden können, nicht nur Zinszahlungen, aber auch Darlehen keine Tilgung mehr einsetzen können. Und wenn man das weiterführt, dann wird einem sehr schnell klar, nicht bei allen, aber dass in dieser Form der Unterbrechung des Wirtschaftskreislaufes eine Kettenreaktion entsteht, die am Ende neben den Folgen der Pandemie, die wir jetzt schon absehen können, die wir durch eine hohe Belastung im Bereich des Gesundheitswesens, in Pflege und allen anderen Dingen momentan versuchen abzuarbeiten, dass wir aber hier eine Kettenreaktion riskieren in Richtung Finanzwirtschaft. Und das gilt es an der Stelle deutlich zu machen, dass wir auch die wirtschaftlichen Folgen, wir sprechen morgen früh noch einmal davon, dass wir auch die wirtschaftlichen Folgen versuchen, möglichst gering zu halten, dass wir Maßnahmen, die gut gedacht sind, am Ende aber auch dahin überprüfen müssen, ob der Schaden auf der langen Linie nicht größer ist als die Idee oder als der kurzfristige Nutzen, den man damit verfolgt hat. Und wenn Sie dieses Papier, was wir hier sehen, seitens der SPD-Fraktion, das wir schon oft auch diskutiert haben, also die Mietenbegrenzung, eine alte Idee, dann hat es am Ende die Zielrichtung Vermieter. Und in einem ersten oder in einem ersten Absatz steht der Satz, dass wir in der Vergangenheit, und das wird in Zukunft nicht anders sein, an der Situation auf dem Mietwohnungsmarkt mit dem knappen Angebot eigentlich kaum größere Veränderungen feststellen konnten. Was aber gänzlich falsch wäre in dieser Zeit, sowohl in guten Zeiten wie auch in schlechten Zeiten, ist, wenn der Staat als Antwort eine weiterhin verschärfende Regulierung gibt. Weitere Vorgaben, weitere Regulierungen, weitere Einschränkungen auch des Eigentums werden nicht dazu führen, dass wir auf der einen Seite mehr Investitionen in den Wohnungsbau sehen, und sie werden, und die brauchen wir dringend, den Bau von neuen Wohnungen, und sie werden auf der anderen Seite auch nicht dazu führen, dass wir Modernisierung, und das ist das Thema, mit dem wir uns lange vor der Pandemie ja schon oft und intensiv unterhalten haben, dass wir in Nachhaltigkeit, in ökologische Konzepte investieren wollen, dass wir energetische Sanierungen vornehmen wollen. Nur das muss irgendwoher erwirtschaftet werden. Und wenn wir hier den Vermietern, ob es die privaten oder die institutionellen Vermieter sind, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, an der Stelle auch weiterhin Einnahmen zu erzielen und Einnahmesteigerungen zu erzielen, dann muss uns klar sein, dann kappen wir nicht nur die Investitionsbereitschaft in den Neubau von Wohnungen, dann kappen wir auch jegliche Erneuerung, Sanierung von Wohnungen, die wir dringend brauchen, nicht nur für die Situation oder für die Situation der Mieter, sondern eben auch für unsere Nachhaltigkeitsziele, die wir hoffentlich nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Und deshalb will ich an der Stelle es ohne Frau Barthes allzu scharf zu kritisieren, aber deutlich machen, dass wir mit der Mietpreisbremse, mit dem Kündigungsschutz, dass wir mit dem Umwandlungsvorbehalt und auch der Kappungsgrenzenverordnung in den Bereichen, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist, und auch der wird ja regelmäßig untersucht, der wird sich möglicherweise auch verändern, aber dass wir mit diesen Instrumenten ausreichend am Markt unterwegs sind. Und dass wir alles, was wir in den nächsten Wochen und Monaten hier diskutieren, künftig unter dem Gesichtspunkt betrachten müssen, was nutzt es einer Entwicklung, was nutzt es einer Investitionstätigkeit. Wir wollen nicht Vermieterexistenzen gefährden, sondern wir wollen Investitionsbereitschaft erhalten. Und deshalb glaube ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, wird das Gebot der Stunde heute und auch in den nächsten Monaten mehr denn je sein, dass es um Deregulierung geht und nicht um weitere Einschränkungen oder zusätzliche Regularien, die das Leben der Investoren oder auch der Vermieter erschweren. Und in diesem Zusammenhang werden wir den Antrag der SPD ablehnen. Vielen Dank.